Wir schauen uns heute mal die allerersten Eindrücke zur DJI Avatar an, der brandneuen FPV-Drohne von DJI. Ihr habt sie wahrscheinlich schon mitbekommen, DJI hat jetzt brandneu die Avatar rausgebracht. Die zweite FPV-Drohne von DJI selber und diesmal handelt es sich um den sogenannten CineWhoop. Ja, dass DJI jetzt selber verstärkt in den Markt von FPV-Drohnen einsteigt, ist auch nicht ganz verwunderlich. Wenn man sich mal ein bisschen auf Social Media umschaut, dann ist halt FPV einfach so das neue Ding, wo der große Wow-Faktor dahinter steht. Und weil wir uns ja schon so an diese normalen Kameradrohnenaufnahmen gewöhnt haben, wollen halt viele in das Thema FPV einsteigen, aber haben so ihre Hürden, da tatsächlich reinzugehen, weil es ja doch auch einiges an Technik bedeutet, womit man sich dann auskennen muss. Und genau da will DJI jetzt mit der Avatar ansetzen und eine kleine, leichte FPV-Drohne rausbringen, wo man sich auch einiges trauen kann und die natürlich auch für Anfänger so das ein oder andere Feature dabei hat, um das Ganze ein bisschen sicherer und einfacher zu machen. Servus, Patrick hier auf dem Pixel und Spätzle-Kanal. Hier beschäftigen wir uns mit Technik und Techniken für alle Content-Creator, Fotografen und Videografen. Und heute sind wir natürlich mal wieder am Start mit einem neuen Drohnen-Video. Wie soll es anders sein, wenn DJI eine neue Drohne rausbringt? Und wenn das Themen sind, die dich interessieren, dann könntest du jetzt vielleicht meinen Kanal abonnieren und auch die Glocke anmachen. Dann bekommst du eine Benachrichtigung, wenn ich das nächste Video rausbringe und bist so immer am Ball. Jetzt steigen wir aber mal direkt ein mit der DJI Avatar. Und zwar will ich mich heute ein bisschen darauf konzentrieren, was kann die Drohne denn so für Anfänger im Vergleich zu einem normalen CineWhoop, die ich ja selber auch fliege. Bevor wir uns aber jetzt die Unterschiede von der DJI Avatar im Vergleich zu einem normalen, konventionellen FPV-Setup anschauen, möchte ich euch noch zeigen, was jetzt mit der DJI Avatar so rausgekommen ist, was ihr da in dem Paket erwarten könnt. Okay, wir fangen mal ganz basic an. Ich gehe mal davon aus, mit FPV, da kann der ein oder andere von euch schon was anfangen. Das sind also die Drohnen, mit denen man schnell knapp irgendwo vorbeifliegt, viel Bewegung, viel Action. Also das kennzeichnet FPV im Wesentlichen. Bei der DJI Avatar handelt es sich jetzt um einen sogenannten CineWhoop und die sind wiederum dadurch gekennzeichnet, dass die hier um die Propeller eben so einen Rahmen drumherum haben. Das heißt, wenn wir jetzt irgendwo dagegen fliegen, irgendwas streifen sollten, dann haben wir nicht gleich die Propeller und eben den Gegenstand oder die Person verletzt oder beschädigt. Und deswegen sind die halt ganz cool. Man kann damit auch ganz gut durch irgendwelche kleinen Bäume, Äste und so weiter durchfliegen, weil man halt nicht sofort abstürzt, wenn man da eine Berührung hat. Die Drohne hat auf der Unterseite auch schon ein Positionssystem verbaut, mit dem sie dann selbstständig ihre Position über Grund halten kann. Und außerdem haben wir hier die über einen Gimbal neigbare FPV-Kamera, die gleichzeitig auch noch Video aufzeichnet. Mit dem Launch von der DJI Avatar, die man ja wie eine normale FPV-Drohne auch über so eine Videobrille fliegt, ist auch die DJI Goggles 2 vorgestellt worden. Und ihr seht hier schon, wie klein und winzig die ist. Die hat im Vergleich zur bisherigen FPV-Brille von DJI schon einige Vorteile. Zum Beispiel haben wir jetzt klappbare Antennen mit an Bord, sodass wir nicht mehr diese großen Antennen vorne an der Brille dran haben, die im Rucksack immer stören. Außerdem ist die Brille ja wirklich super winzig geworden. Ich zeige euch gleich mal einen Vergleich zu meiner normalen FPV-Brille. Und wenn wir hier den Schutz im Inneren mal abnehmen, dann versuche ich euch das mal zu zeigen, dann könnt ihr das vielleicht hier drinnen erkennen, aber da sind so Zahlen aufgedruckt und das bedeutet, für alle Brillenträger ist es jetzt ein absolutes Highlight, weil die jetzt auch guten Gewissens mit FPV anfangen können. Wir können nämlich hier drin unsere Dioptrienstärke korrigieren und das ist wirklich eine sehr coole Sache. Die Videobrille setzt hier auf zwei OLED-Displays, für jedes Auge eins, die mit Full HD auflösen und das Ganze mit 60 bis 100 Hertz. Also sollten wir da auch eine ganz flüssige Wiedergabe bekommen. Außerdem mit dabei in dem normalen Paket ist hier dieser Motion Controller, mit dem wir die Drohne dann überneigen und hier Gas geben, ganz einfach steuern können. Dazu muss ich aber direkt sagen, dass das volle Potenzial, also die maximale Geschwindigkeit, nicht mit diesem Controller verfügbar sein wird, sondern da braucht man dann den regulären, richtigen FPV-Controller. Den gibt es eben von DJI auch, sieht aus wie so ein kleiner PlayStation- oder Xbox-Controller. Und damit können wir dann das maximale Potenzial ausreizen, weil die DJI Avatar ja auch wieder sehr schnell werden kann in dem manuellen Modus und das wäre ganz einfach mit dieser Bewegungssteuerung
doch zu gefährlich. Wenn ihr euch für mehr Details interessiert, dann schaut gerne mal in die Videobeschreibung. Da habe ich euch nämlich den Link zur Drohne reingepackt und außerdem noch das Video verlinkt, das ich zusammen mit Globeflight auf deren Kanal zur DJI Avatar produziert habe. Da geht es ein bisschen mehr noch um die Technik und die neuen Features. Also schaut da gerne vorbei, wenn ihr da Lust drauf habt. Also vielen Dank an Globeflight für die Unterstützung. Gut, jetzt habt ihr so einen kleinen Eindruck bekommen, was alles in dem Paket dabei ist. Jetzt möchte ich aber so ein bisschen auf die Spezialitäten eingehen und wieso die aus meiner Sicht gerade für Anfänger halt auch sehr interessant sein könnte, weil durch die Neuerungen und das Konzept von der Avatar werden jetzt einfach viele Hürden für Beginner überwunden, die sich halt bisher nicht an diese ein bisschen komplexe Technik rangetraut haben. Ich muss sagen, normale FPV-Drohnen, wenn man da auf ein digitales System setzt, sind jetzt auch nicht so kompliziert, aber solche Themen wie Ladegeräte, Akkus aufbewahren und so weiter, das ist natürlich bei FPV-Drohnen immer noch ein sehr komplexes und teilweise auch ein bisschen, ja, sagen wir mal, leicht gefährliches Thema. Und das versucht DJI halt ein bisschen zu überbrücken, sodass einem da der Einstieg in das FPV-Thema erleichtert wird. Und soweit ich das mitbekommen habe, war das ja auch mit der ersten großen FPV-Drohne von DJI auch schon so, dass da viele Leute sich wirklich das erste Mal da dran getraut haben. Aber ich glaube, dass die Avatar das Ganze jetzt noch ein bisschen einfacher macht für weitere Einsteiger. Und auch sicherlich werden andere Leute noch ganz viel Spaß damit haben können. Ich zum Beispiel, ich freue mich schon echt, das Ding auszuprobieren. Dann kommen wir jetzt mal zu den Themen, die ich gerade für Anfänger als große Chance ansehen würde bei dem System. Also als allererstes mal, wir haben hier eine FPV-Drohne, wo die normale FPV-Kamera, also das Bild, das ihr auf eure Videobrille gestreamt bekommt, gleichzeitig noch der Aufnahme von eurem Flugmaterial dient. Und deswegen ist hier auch eine sehr, sehr hochwertige Kamera verbaut. Anders als normale FPV-Kameras kann man hier wirklich ein super gutes Bild erzielen. Im normalen FPV-Bereich ist so das Maximum der Gefühle, was man da erwarten kann, 1080p und das in einer nicht besonders guten Qualität. Deutlich besser als ein analoges System, aber halt bei weitem nicht auf dem Level von der Kamera hier. Das ist nämlich wieder eine 1 durch 1,7 Zoll Sensorkamera, die bis zu 4K60 mit D-Cine-like und 155 Grad Weitwinkel aufnimmt. Und dementsprechend, ja, haben wir hier schon mal den Vorteil, dass wir eine sehr, sehr gute Kamera mit integriert haben. Wenn man sich im Gegenzug da ganz normale FPV-Drohnen mal anschaut und ich habe jetzt hier mal zwei Cinewhoops, dann haben die hier an der Vorderseite die normale FPV-Kamera und auch hier seht ihr die. Genau. Und darüber bekommt ihr eben das Videobild auf eure Brille. Aber damit ist es dann halt nicht getan. Wenn wir schöne Aufnahmen wollen, dann müssen wir entweder eine Action-Cam vorne drauf machen, so eine GoPro. Oder wenn wir halt einen kleinen Cinewhoop haben, so wie den hier, dann zum Beispiel so eine abgespeckte GoPro, die habe ich selber demontiert und ohne Gehäuse, Akku und Bildschirm in so ein anderes Gehäuse eingebaut. Ist wieder ein bisschen Bastelarbeit und natürlich auch nicht super komfortabel. Aber man muss sagen, normale FPV-Cinewhoops machen auch einen super guten Job. Ich fliege die auch wirklich gerne, aber es ist halt einfach ein bisschen mehr Aufwand. Zudem ist es dann natürlich so, dass wir hier, wenn wir eine GoPro drauf haben, dann seht ihr schon, das ist hier mehr oder weniger starr verbaut. Das heißt, wir müssen entweder auf die Stabilisierung von GoPro dann vertrauen oder aber das dann im Nachgang stabilisieren mit einem kostenpflichtigen Programm wie RealSteady zum Beispiel oder das Gyro Flow, das ist mittlerweile auch sehr gut und kostenlos, ist halt ein Schritt, der dann im Nachgang noch anfällt. Hier hingegen haben wir halt eine mechanische Stabilisierung in einer Achse und zusätzlich noch das RockSteady 2.0, das dann schon auf dem Videoclip mit drauf ist. Und da ja hier die FPV-Kamera gleichzeitig die Aufnahmekamera ist, ist auch auf jeden Fall sichergestellt, weil wir die ja bewegen können, dass das Bild, was wir sehen, auch das Bild ist, das wir aufnehmen. Und ihr glaubt gar nicht, wie oft ich schon Aufnahmen hatte, die einfach nichts geworden sind mit so einer FPV-Drohne, weil nämlich hier die FPV-Kamera und die Aufnahmekamera einfach unterschiedlich einstellbar sind. Und ja, deswegen, wenn der Winkel nicht übereinstimmt zwischen denen, dann haben die ja eine unterschiedliche Ausrichtung und ich nehme dann halt was anderes auf. Zudem muss ich hier bei der Drohne natürlich schon vorher wissen, wie schnell ich ungefähr fliegen werde, und dann muss ich halt die Neigung von der Kamera einstellen.
Das entfällt alles bei der Avatar, weil ich das halt während des Fluges noch einstellen kann. Es sind natürlich alles Sachen, wo man im Laufe der Zeit auch so ein Gefühl dafür entwickelt, aber gerade für Anfänger ist es natürlich sehr komfortabel. Und ich rede hier immer nur von Anfänger, aber so ist es gar nicht. Auch ich fliege jetzt ungefähr ein Jahr, also ich bin eigentlich auch nur Anfänger, aber trotzdem, ich würde mich auch ab und zu sehr drüber freuen, wenn ich halt im Flug noch meinen Aufnahmewinkel verstellen könnte, weil manchmal wäre das schon echt praktisch. Kommen wir zum nächsten Thema, das man auf jeden Fall nicht unterschätzen sollte, und das ist das Thema Akkus, Laden und Wartung. Ja, wie man es von DJI erwartet, ist es natürlich sehr, sehr einfach gelöst alles. Wir haben hier einmal den Akku und das Ladegerät dazu. Ups, so. Und alles, was dazu benötigt wird, ist, wir müssen das hier einmal anschließen. Und dann seht ihr schon, ist hier ein USB-C-Port. Und mit einem ganz normalen Handy-Ladegerät zum Beispiel können wir dann den Akku laden. Ja, nicht so bei normalen FPV-Drohnen. Da muss man sich dann zum Beispiel erstmal hier so ein Ladegerät anschaffen. Je nachdem, was man sich dazu legt, liegt es zwischen, ich sag mal, 20 Euro und kann auch mehrere 100 Euro kosten. Das ich jetzt hier habe, glaube ich, war so um die 100 Euro. Da kann ich zwei Akkus gleichzeitig laden. Aber hier ist es auch wieder so, dass ich mich mit der ganzen Thematik auskennen muss. Die Ladegeräte können mittlerweile ziemlich viel auch selber erkennen und so weiter. Aber trotzdem, so das Basic-Verständnis, wie so ein Akku funktioniert, was dabei einzustellen ist, damit das Ganze auch sicher abläuft, der Ladevorgang, das muss ich halt hier alles selber machen. Und genauso natürlich die Akku-Auswahl. Das ist natürlich auch in gewisser Weise so ein Vorteil von normalen FPV-Drohnen. Ich kann unterschiedliche Akku-Kapazitäten einfach mir aussuchen, wenn ich die Drohne halt mehr oder weniger leicht dann für einen bestimmten Fall gestalten will. Aber ja, ihr könnt euch denken, da gehört auch ein bisschen Erfahrung und Know-how dann dazu. Dann kommen wir als nächstes nochmal kurz zur Brille, weil auch da sind auf jeden Fall, wie ich schon angesprochen habe, sehr coole Neuerungen drin. Ist auch ein Thema, was mich auch lange vom FPV-Fliegen abgehalten hat. Ich habe ja hier noch die normalen DJI Goggles V2 und ja, das sind ganz normale. Die funktionieren super gut, ich bin auch wirklich zufrieden, aber ich muss halt immer hier so meine Brille mit unter den Schaumstoff damit drunter bekommen. Ja, und da ist man sich halt nicht ganz sicher. Das Ding, glaube ich, hat irgendwie 600 Euro gekostet, also sehr, sehr teuer auch. Und dann kauft man sich das und weiß halt nicht ganz, ob das auch passt, ob das bequem sitzt und so weiter. Und genau das Thema haben wir hier jetzt eben nicht mehr. Ihr könnt hier die Zahlen hoffentlich einigermaßen erkennen und damit können alle Brillenträger ihre Sehstärke halt ungefähr in der Brille einstellen, sodass wir die normale Brille dann einfach weglassen können und nur noch das Ding aufhaben. Und wo ich gerade schon beide Brillen da habe, ich glaube, der Formfaktor, ja, der spricht, glaube ich, für sich. Zudem hat man hier halt einfach fest verbaute Antennen und das hat dazu geführt, dass ich sofort diese vier Antennen, die da rausstehen, durch zwei kleine so Nupsis ersetzt habe und eine flächige Antenne hier vorne. Und das Thema haben wir mit der halt gar nicht mehr, weil wir hier einfach nur die Antennen aufklappen müssen. Und dann ist alles cool. Und wenn wir die wieder wegpacken, zack, erledigt. Der Controller ist natürlich auch so ein Ding. Ja, das ist ja hier der Motion Controller, der jetzt im Standardpaket dabei ist. Es gibt ja dann noch den anderen FPV-Controller von DJI, den kleineren. Die normale FPV-Drohnen fliegen im digitalen System, haben aber so eine Fernsteuerung hier. Ja, ist ein kleiner Unterschied, würde ich mal sagen. Und auch, ja, wie gesagt, die normale FPV-Fernsteuerung, die es seit der großen DJI FPV-Drohne gibt, die ist ja auch deutlich kleiner auf jeden Fall als das Ding hier. Das ist leider auch sehr, sehr unhandlich im Rucksack. Zukunftspatrick aus dem Schnitt hier und muss sich ärgern über den Vergangenheitspatrick, weil der natürlich wieder was ganz Entscheidendes vergessen hat. Und zwar haben wir hier an dem Motion Controller jetzt auch, ihr seht hier, da steht Brake und wir haben hier auch einen ganz, ganz großen Knopf, um dann auch die Drohne sozusagen in den Notstopp zu versetzen. Wenn irgendwas nicht ganz passen sollte und wir uns unsicher sind, dann können wir die Drohne ganz einfach anhalten und so erstmal wieder ein bisschen Luft holen, wenn irgendeine aufregende Situation da war. Und das ist natürlich auch gerade für Anfänger wirklich sehr, sehr wertvoll. Ich glaube, das war's, was ich zu sagen habe.
Mich würde jetzt aber auf jeden Fall nur interessieren, was ihr davon haltet. Also schreibt es mir wie immer gerne in die Kommentare, weil natürlich auf euren Kommentaren kann ich auch zukünftig Videos machen, wenn ihr euch da was Spezielles wünscht oder so. Also lasst es mich auf jeden Fall mal gerne wissen. Wenn euch das Video gefallen hat, Daumen hoch, Abo dalassen und macht auch die Glocke an. Dann bekommt ihr eine Benachrichtigung, wenn ich das nächste Video hochlade. Und für alle, die sich für die Drohne interessieren sollten, schaut in die Videobeschreibung. Da packe ich euch den Link dazu rein. Jo, das war's für heute. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal und bin raus. Ciao.